So, Frau Mehr, dich brauche ich nicht. Wie geht denn das? Ups. Ah, okay, mit Q wird weggeschmissen. Ja. Denn ich hatte jetzt schon lange den Pfeil, nämlich. Okay. Ja, das ist hier mein schöner Abfall, meine Verbrennungsanlage, meine Müllverbrennungsanlage. Von der kriege ich aber keine Energie. Das ist noch alles ganz am Anfang. Man sieht ja, man arbeitet noch mit Holz und sowas. Ja, mein Turm wird, glaube ich, jetzt in dem Punkt, wo es breiter werden sollte. Ja. So. Jetzt muss ich mal von hier hinten sehen. So, na, gehst du auf. Jawohl, jetzt kann er ein bisschen breiter werden. Oh, da kann man. Man kann immer noch die Steine erkennen, ja? Also, dass da ein paar Steine fehlen. Vielleicht ist der noch nicht hoch genug. Vielleicht kann er noch weiter hoch. So. Ja, was willst du denn? Ja, was willst du denn? So, was habe ich hier noch? Na, mal schauen, kann ich ein paar Bücher machen? Während ich hier so bin, ein bisschen hin und her laufe, mal schauen, ob ich ein paar Bücher machen kann. Was braucht man? Leder, glaube ich, und Papier. So, Papier, was ist Papier? Wie macht man das nochmal? Okay, Papier, so macht man also Papier. Ja, tut mir leid, aber auch ich weiß selber nicht einfach alles so aus dem FF. So. Und hier. Wunderbar. Und jetzt, wie macht man Bücher? Einmal. Zweimal. Ah ja, okay. Oh, man braucht nur ein Leder. Ja, das ist ja wunderbar. So, dann braucht man nur ein Leder. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, habe ich gesagt. So. Und jetzt haben wir ganze 5 Bücher. So, und jetzt, wie war das nochmal? Jetzt hier so, Bücher und Holz, oder? Und das Holz, das habe ich jetzt hier gerade so in der rechten Hand. Nehmen wir mal Tropenholz. Ich glaube, es ist sowieso egal, welches Holz. Die Bücher sehen am Ende alle gleich aus. So, wie sieht es aus hier mit dem Pack? Bücherregal. So, ich kann aber nur eine machen. Oh mein Gott, ich werde so viele Bücher brauchen. Ich werde so viel Leder brauchen. Naja. Naja. Minecraft heißt nicht umsonst Minecraft, ja? Also Minecraft heißt wirklich eigentlich arbeiten. So. Jetzt will ich schauen, wie sieht denn das Buch aus? Das Bücherregal? Ja, es geht eigentlich. So, und weil er ja einfach hier. So. Nee, oder? Es geht nicht mit der Axt. Mein ganzes Holz ist weg. Hallo? Wo ist eigentlich mein Holz? Wo habe ich mein Holz hingetan? Ich hatte doch vorhin Holz. Habe ich hier reingetan? Ja. So. Und es wird dunkel. Also, noch einmal. Und diesmal nicht mit der Axt, denn das Holz verschwindet einfach. So, halt ihr. Und jetzt ins Zimmer. Upsala. Ihr einfach unter dem Bild. Nee, ihr erstmal um die Ecke. So. So. Da sieht es doch einigermaßen aus. Und ich gucke mich ein bisschen um. Aha.
da geht die Sonne unter. So, wir haben noch ein paar Steine. Ich glaube, ich werde so viele Steine brauchen. Oh mein Gott. Ja. So, und da möchte ich jetzt auch noch Stufen machen. Ups, ich bin stumm. Ja, sorry. Ich gerade im Überlegen. Wie viele werde ich brauchen? Ich glaube nicht alle, oder? Ich glaube, ich nehme erstmal 40. Weil das wäre dann Verschwendung, wenn ich alle mache und dann am Ende brauche ich doch nicht alle. Denn dann könnte ich noch ein bisschen... Naja, hier sehe ich, jetzt, hier sehe ich nichts mehr, wo es aufhört. Von hier wahrscheinlich... Nee, immer noch nicht. Boah, der Turm ist ganz schön hoch. Aber ich glaube, es geht noch höher. Ich glaube, es geht noch höher. Ich glaube, ich sollte... Habe ich Erde? Erde habe ich dabei. Wie viel Erde habe ich dabei? Ich habe eigentlich sehr viel Erde dabei. Und das heißt, ich könnte mal, wenn ich mal da oben bin, mal so richtig schauen, wie hoch es noch weitergeht. Ja, nicht, dass ich jetzt zwei Blöcke hochgehe und dann auf einmal ist Schluss. Dann war das für die... Na, für die Mietz. Ja, wisst ihr, dann war das alles für die Mietz. Wenn es aber noch weitergeht, dann kann ich sagen, okay, dann könnte ich noch ein paar Stufen höher machen. Aber jetzt gehe ich mal schlafen. Oh, das ist immer so anstrengend. Oh, gute Nacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Und wie immer, morgens gleich. Die sind intelligenter. Nee, der eine nicht. Der springt nicht... Doch, der springt auch ins Wasser. Wer hat denn da künstliche Intelligenz eingebaut? Hallo? Wer macht denn sowas? Künstliche Intelligenz einbauen? Upsala. Ich hab nicht... meine Deckung. Ich muss aufpassen, dass kein Creeper kommt. Man muss auf seine Deckung achten. Nein, du schießt nicht auf mich. Nein, du schießt nicht auf mich. Nein, du schießt nicht auf mich. Doch, du hast auf mich geschossen. Schnell raus hier. Ja, von wegen. Aua. Du bist tot. So komme ich... Nee, so komme ich nicht an ihn. Hör auf, ich sag's dir! Das ist natürlich schlecht. Der kann so schnell schießen, da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Wo sind denn die anderen? Die waren doch noch mehr. Na super, die sind abgehauen. Die haben gesehen, wie der eine gestorben ist, dann sind sie gleich alle abgehauen. Speedy? Hi Speedy. Jo, Spinny. Oh, jo, Spinny. Oh, jo, bist du brav. Brav. Brave Spinny stirbt. Ja, so wie du. Gut. Nur drei gehört. Ja. Bleibt jetzt mal ruhig. Boah, ihr seid aber viele jetzt inzwischen. Jetzt wisst ihr was? Zu Ende dieser Folge werde ich ein bisschen ein Massaker begehen. Was macht der Schaf hier drin? So. Ich muss hier ein bisschen klar Schiff machen. Ja. Ist doch nur ein bisschen Fleisch. Das tut nur ein bisschen weh. Upsala. Bisschen zu viel. Da geht sogar die Textur flöten. So. Ja. Kommt her, ihr brave Kühe. Seht ihr, die Textur verschwindet ab und zu mal? Nein. Bleibst du stehen? So, ja. Na? Nö, der will nicht. Der ist noch abgehauen von mir.
So, das geht ganz schnell. Tut nicht weh. So, tut nicht weh. Na, hör mal. Rennt einfach herum. Tut mir leid, aber ich muss hier... Wow, Level up. Wie viele Kühe habe ich jetzt? 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Sorry, ich muss sie loswerden. Ich hätte sie vorher scheren sollen. Naja. Okay, jetzt ein paar Kühe. So, jetzt hier. Dich muss ich scheren. Ja. Ich muss was essen. So. Noch einmal. So, und jetzt hier nochmal scheren. Was macht die Kuh da drin? Mann, Kuh. So. Ja, ja, das tut mir leid, aber das war nur die Kuh. Beschwert euch nicht. Wenn ihr euch beschwert, dann mache ich das gleiche mit euch. Nur, dass ihr halt leider kein Fleisch gebt. Was ich eigentlich schade finde. Ja, dass sie nur Wolle geben und kein Fleisch. So, so, ja, ja, ist doch in Ordnung. Ich frage mich, was ich eigentlich mit der ganzen Wolle mache langsam. Langsam habe ich wirklich sehr viel weiße Wolle. So, ist okay. Boah, ist das laut hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, zum Glück ist kein Bock dabei, denn Böcke sind hinterhältig. Ich sag's euch, ich kenne mich da ein bisschen aus. Als kleines Kind dürfte ich erfahren, wie hinterhältig Böcke sind. Da dürfte ich als kleines Kind schon Torero spielen. Aber das müsste das Bock dann auch lernen. Dass man auch Torero spielen kann. Ich sag's euch, die Köpfe, denn ihre Köpfe halten einiges aus. Ich habe gedacht, der ist tot, aber naja. Hat einiges ausgehalten. So, okay, Fleisch habe ich hier jetzt hier ohne Ende. 21 Leder. Na, das hat sich doch ein bisschen gelohnt. So, hier tue ich ein bisschen das Fleisch da rein. Wie viel ist das? 4 mal 8, 32. Ja, 32 und 10. Also 1, 2, 3, mache ich 6. Ja, es ist 48, oder? So. Okay, na, schauen wir mal. Das sind 40. Na, machen wir noch eine Kohle. Nee, das ist gut. 5. Ja, 5 und 1 ist 6. Ja, ist okay. Gut. Und die Wolle habe ich abgelegt? Ja. Aber. Bücher. Ich wollte Bücher machen. Hier Papier. Da ist auch noch Papier. Und da ist. Das sind Bücher. Upsala. So, jetzt hier Papier ohne Ende. Los, komm her. So. Und Bücher. So. Jawohl, 23 Bücher. Das sind 7. So, 7, ne? Ach so, ich habe schon wieder nicht genug. Ich habe doch nicht genug Holz. Holz. Komm her. Truppenholz. Und jetzt hier. Das sind 7 Stück immer. So, das kann man einfach machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 habe ich gesagt. Und jetzt ab durch die Mitte. Und ihr seht 7. Plopp. So, dann rein mit dir hier. 2 Bücher. 42 Hölzer. Und 21 Papier. Dafür brauchen wir Leder. Der Steak ist gebraten. Ja. Gut. Und jetzt. Was mache ich jetzt?
Pflastersteine. Steinziegel, Steinziegel. Ja, ich glaube, jetzt gehe ich in mein Zimmer. Da beginne ich eigentlich fast immer ihr. Und hier mache ich dann eine Aufnahmepause. Ich hoffe, ich habe euch mit der Telekom und mit der Politik nicht allzu sehr geärgert. Und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Verbleibe dabei, bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, ciao.